Die Corona-Krise hat auch die Region Neckaralb fest im Griff. Stand Donnerstagnachmittag gab es insgesamt 1.816 infizierte Personen in den Landkreisen Tübingen, Reutlingen und dem Zollernalbkreis. Wir von RTF1 haben für Sie mit Professor Felix Herth, Chefarzt für Innere Medizin am Universitätsklinikum Heidelberg, gesprochen und ihn unter anderem zum Krankheitsverlauf und den eventuellen Folgeschäden von Covid-19 befragt. Derzeit wird in der Region Neckaralb etliches unternommen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Professor Felix Herth, Chefarzt am Universitätsklinikum Heidelberg und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, war bereit, uns einige Fragen zu beantworten. Zunächst hat uns interessiert, was genau bei der Corona-Erkrankung eigentlich passiert. Viele Patienten haben eine Corona-Infektion mit ganz milden Symptomen, die eher einer Grippe ähneln. Aber bei manchen Menschen setzt sich der Erreger dann auf der Lunge fest. Das führt dann dazu, dass der Körper sich wehrt und so ähnlich wie wenn Sie jetzt einen Schnupfen kriegen, dann schwillt Ihre Nasenschleimhaut und Sie bilden mehr Flüssigkeit, das heißt, dann läuft in die Nase. In der Lunge ist das ähnlich, die Lungenbläschen, die schwellen, bilden mehr Flüssigkeit und damit verstopfen diese Lungenbläschen und damit kann kein Sauerstoff mehr in den Körper. Und dann werden die Patienten eben sauerstoffarm und müssen beatmet werden. Da die Infektion mit Covid-19 hauptsächlich die Lunge angreift, sind Personen mit Vorerkrankungen dieses Organs besonders gefährdet und gehören somit zur sogenannten Risikogruppe. Alle Patienten, die praktisch eine chronische Lungenvorerkrankung haben, sei es jetzt Asthma oder COPD, was auch immer, wo ich einfach schon ein bisschen Schwierigkeiten habe, die Luft rein und raus zu kriegen, haben da natürlich dann einen zusätzlichen Risikofaktor. Asthma-Patienten rät der Mediziner, ihr Asthmaspray, egal ob mit oder ohne Corona-Erkrankung, wie gewohnt weiterzunehmen. Inwiefern eine Infektion mit dem Virus die Lunge langfristig schädigt, wird sich laut Herth noch zeigen müssen. Es gibt inzwischen von den Chinesen Daten, dass Patienten jetzt völlig losgelöst, ob sie ein Coronavirus hatten mit Vorerkrankung der Lunge oder ohne Vorerkrankung der Lunge, nachdem sie das Ganze überlebt haben und stabilisiert waren, ein Drittel ihrer Lungenfunktion, also der Drittel der Fähigkeit nach 6 Wochen nicht mehr haben. Also wie wenn Sie jetzt bei Sie haben jetzt 100% Lunge und Sie kriegen Corona, dann haben Sie hinterher nur noch 70%. Es sei jedoch damit zu rechnen, dass sich die Lunge größtenteils wieder regenerieren könne, so der Professor. Das wisse man derzeit aber noch nicht. Auf die Frage, ob in Deutschland mit einer ähnlich dramatischen Situation wie in Nachbarländern zu rechnen sei, wo Menschen aufgrund mangelnder Beatmungsapparate versterben, entgegnete der Mediziner: Ich persönlich bin sicher, das wird nicht an der Anzahl der Beatmungsgeräte scheitern. Wenn es an was scheitert, wird es daran scheitern, dass wir genügend Personal haben, welches nicht krank ist und die Beatmungsgeräte bedienen kann. Es wird also wahrscheinlich auch in Zukunft absolut notwendig sein, die von Bund und Land getroffenen Maßnahmen aufrechtzuerhalten, die dafür sorgen sollen, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird.